Urlaub auf Usedom, der sonnenreichsten Insel Deutschlands, ist schon was ganz Besonderes. Und so möchten wir, die Ostseebäder Trassenheide und Karlshagen, Ihnen die Insel mal vielleicht ein bisschen anders vorstellen, um Sie für Ihren Urlaub im Norden der Insel Usedom schon bei der Planung ein wenig zu inspirieren. Egal, ob Sie aus Richtung Hamburg die Küstenautobahn entlang kommen oder von Süden her über Berlin anreisen, der bequemste Weg auf die Insel ist immer über Wolgast zu fahren. Brücken verbinden und so gelangen Sie problemlos über den Peenestrom in den Norden der Insel Usedom. Die Urlaubsorte sind geprägt durch den wilhelminischen Bäderstil, der sich auch in vielen modernen Abwandlungen wiederfindet und bis heute Architekten begeistert. Die ländliche Atmosphäre im Usedomer Hinterland sollten Sie unbedingt bei einer Fahrradtour entdecken. Die Radwege sind so angelegt, dass Sie eigentlich nie einen Weg zweimal fahren müssen, um wieder in Ihre Unterkunft zu gelangen. Das bringt mehr Zeit für Entdeckungen und tolle Begegnungen. Wo Sie auch hinkommen, im Norden Usedoms werden Sie eine unberührte Natur, sauberes Wasser und aufgeschlossene Menschen begrüßen. Seien Sie daher unser Gast und genießen Sie unsere Gastlichkeit in Ihrer schönsten Zeit des Jahres. Viele Gastgeber bieten Ihnen schon mit der Urlaubsbuchung Gutscheine für die Bernsteintherme in Zinnewitz an. Ein Besuch lohnt sich allemal. Genießen Sie die wunderschönen Saunabereiche, das Thermalbad angereichert mit heilsamer Sohle mit Innen- und Außenschwimmbecken oder eine wohltuende Massage. Die Therme ist besonders familienfreundlich eingerichtet und so ist Spaß und Erholung garantiert. Wenn mal trübes Wetter ist, freuen sich gerade Familien über gemeinsame Erlebnisse. Und so ist der Kulturhof in Mölschow genau die richtige Adresse. Hier wird nicht nur gebastelt, sondern unter Anleitung kann man alte Handwerksberufe in Stunden- oder Tageskursen erlernen. Traditionelles Handwerk kann jedem Spaß machen. Gemütlich in der Runde sitzen und die eigene Pantoffelkollektion filzen. Geschenke für Freunde und Verwandte erhalten hier eine individuelle Note, die Sie in keinem Souvenirladen der Insel finden werden. Hier ist alles do-it-yourself und das macht auch Papa Spaß. Einen spannenden Tag für Entdecker bietet auf jeden Fall ein Ausflug zur alten Heeresversuchsanstalt nach Peenemünde. In den alten Militärruinen sind viele Museen untergebracht. Vielleicht grundsätzlich was zum Historisch-Technischen Informationszentrum Peenemünde. Auf einer Fläche von 120.000 Quadratmetern bieten wir 5.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche an, unter anderem auch zwei große Kinosäle. Wir sind das zweitgrößte Museum in Mecklenburg-Vorpommern und die Denkmäler hier vor Ort, das Kraftwerk wie auch die Bunkerwarte, gehören zu der renommierten European Route of Industrial Heritage, der europäischen Route des Industrieerbes. Und wir sind da der nordöstlichste Ankerpunkt in Europa. Ja, wir stehen hier vor der sogenannten Walterschleuder, dem Abschusskatapult für eine V1, einer Flügelbombe. Man kann das auch damit erklären, dass sie der Vorläufer der heutigen Cruise Missile war. Die Walterschleuder hatte die Funktion, eine V1 400 Stundenkilometer ungefähr zu beschleunigen. Am Ende der 48 Meter langen Schleuder musste dann die V1 selber fliegen. Also zentraler Leitfaden ist eigentlich die Frage nach Ethik und Verantwortung, nach Moral und Technik. Und in diesem Zusammenhang werden wir beispielsweise sehr eng demnächst mit der Sternwarte in Bochum zusammenarbeiten, um zum Beispiel auch Fragen zur Klimaerwärmung hier mal thematisieren zu können. Ein weiteres Ausflugsziel ist die Phänomenta. Hier werden viele tolle Experimente den Besuchern zum aktiven Mitmachen angeboten. In der Phänomenta wird Alltagsphysik ganz groß geschrieben. Und so sind viele Experimente darauf ausgelegt, über Alltäglichkeiten zu staunen, die wir sonst kaum noch wahrnehmen oder als Selbstverständlichkeiten hinnehmen.
Der sonnenverwöhnte Usedomer Norden ist in den Wintermonaten etwas ganz Besonderes. Die einsamen Strände und der knirschende Schnee unter den Füßen ist Wellness für die Seele, mit einem Erholungswert, von dem sie noch lange zehren werden. Wegen der immer größer werdenden Beliebtheit können Sie hier ein ganz wunderbares Weihnachtsfest mit der Familie genießen oder auf einer der vielen Silvesterveranstaltungen krachend ins neue Jahr starten. Die Ostseebäder Trassenheide und Karlshagen sorgen mit vielen Angeboten für familiengerechte Unterhaltung auch in der Winterzeit. Die Vor- und Nachsaison ist besonders beliebt bei Naturfreunden, die zu uns in den Norden Usedoms kommen, um in aller Ruhe die Natur und unsere einmalige pommersche Landschaft zu genießen. Ob alleine oder bei den organisierten geselligen Wanderungen in den Ostseebädern, Land und Leute sind auch in der kalten Jahreszeit einen Urlaub wert. Umfassender Naturschutz auf der Insel und in der Fischerei hinterlassen einen besonderen Erholungs- und Erlebniswert, der die größte Kostbarkeit der Insel darstellt. Krankenkassen und Ärzte empfehlen den Usedomer Norden uneingeschränkt für Kur- und Rehabilitationsaufenthalte, da die jodhaltige Luft besonders gesundheitsfördernd ist. Auskünfte hierzu geben Ihnen gerne die Touristinformationen der Ostseebäder Karlshagen und Trassenheide.